Es freut mich sehr, Sie zur heutigen Veranstaltung zu begrüßen, die von ihrer Substanz her eigentlich eine sehr ernste Bedeutung hat. Eine Veranstaltung zur Erinnerung an einen großen österreichischen Künstler. Aber trotzdem können wir davon ausgehen, dass bei dem heutigen Abend und bei den heutigen Vortragenden der Humor sicherlich nicht zu kurz kommen wird. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Persönlichkeit im Mittelpunkt des heutigen Abends steht, Otto Taussig. Ein Schauspieler war, der vor allem auch in heiteren, in sarkastischen, manchmal auch in bissigen Rollen brilliert hat. Einer der großen Lesbe-Darsteller der österreichischen Theatergeschichte. Und heute werden drei Schriftstellerinnen und Schriftsteller Otto Taussig ihre Referenz erweisen, die in einer etwas anderen Besetzung bereits vor 2 Jahren hier bei uns gelesen haben, und zwar gemeinsam mit Otto Taussig. Denn am 15. Mai 2010 hat es hier eine sehr, sehr gut besuchte Lesung gegeben. Es war eine der letzten Lesungen von Otto Taussig, die, so wie die heutige, einen Benefizcharakter hatte, der damit zusammengehangen ist, dass Otto Taussig, der als Kind Vertreibung und Exil erlebt hat, sich immer sehr engagiert, um Flüchtlinge, um Asylwerber, um Vertriebene und vor allem also um Kinder gekümmert hat. Und auf seine Initiative hin wurde auch der Entwicklungshilfe Club der Künstler gegründet. Wir haben hier auch ein bisschen etwas an Informationsmaterial aufgelegt und der Initiator des heutigen Abends, Kurt Rintelen, wird später auch mit seinem Genozid legendären Strohhut, ich wollte schon sagen, durchgehen und entsprechende Spenden zusammen. Damit sind Sie also jetzt beim Initiator des heutigen Abends, einem lieben Stammkunden. Es gibt ja eine Frist, den wir schon von zahlreichen Lesungen hier kennen. Er hat Unterstützung, obwohl er die eigentlich nicht braucht. Er ist in sich so eine raumfühlende Persönlichkeit, dass er auch locker ganz alleine auskommen kann. Und zwar seine Schriftstellerkollegin Elsa Rieger, von der hier auch einige Bücher zu erwerben sind, und die Tochter, die wir auch als Kundin und als Gesprächspartnerin sehr schätzen gelernt haben und die heute zum ersten Mal hier aus dem Text lesen wird. Ich wünsche Ihnen jetzt einen amüsanten, nachdenklichen, schönen Abend und es würde uns natürlich auch sehr freuen, wenn für das Lieblingskind von Otto Taussig, für seine Projekte nachher ein bisschen etwas zusammenkommt. Sehr geehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu diesem Abend gekommen sind, um mit uns gemeinsam den Wiener Schauspieler und Regisseur Otto Taussig zu gedenken. Morgen jährt sich der erste Todestag von Otto Taussig. Seine Witwe Lilli Taussig, die selbstverständlich eingeladen war, lässt sich aus verständlichen Gründen entschuldigen und schickt allen hier eine herzliche Grußbotschaft und ihren Dank, dass wir gemeinsam Otto Taussigs gedenken. Ich wollte jetzt eigentlich vorstellen, die Elsa Rieger und die Stefanie Rintelen, das kann ich nicht sparen, das hat der Vorredner getan. Gut, dann gehen wir in medias res. Zuerst ein Wort des Wiener Schauspielers Otto Taussig zu diesem Buch. Mein ganzes Leben lang hatte ich die fixe Idee, dass ich was tun könnte, die Welt zu verbessern. Wie man sieht, war ich nicht sonderlich erfolgreich. Aber jetzt, auf meine alten Tage, habe ich doch etwas gefunden, was mir einmal ermöglichen könnte, etwas zufriedener ins Gras zu beißen. Etwas, wodurch ich zwar nicht die Welt, aber doch das Leben von ein paar Menschen darauf erheblich verbessern kann.
Da ich ein wahrer Glückspilz bin, eine Pension beziehe, von der meine Frau und ich tadellos leben und wir nebenbei immer noch arbeiten können, schicken wir das zusätzlich verdiente und nicht unbedingt benötigte Geld in die dritte Welt, um dort Menschen beim Überleben zu helfen. So werden ein paar hundert indische Kinder eines Tages für sich selbst sorgen können, statt als Leibeigene chancenlos in Teppichfabriken, Ziegelwerken und Steinbrüchen zu krepieren. Ein paar Palästinenserkinder werden vielleicht studieren, statt sich selbst in die Luft sprengen zu wollen, um ein paar Juden mitzunehmen. Ein paar Straßenkinder in Bolivien und Brasilien werden in einem Bett schlafen, in der Sahelzone Bauern Gemüse anbauen, in Sri Lanka kastenlose Reis ernten können, durch Wasserreservoirs, die sie ohne dieses Geld niemals anlegen könnten. Allerdings, wenn wir auch ein paar hundert Kindern helfen konnten, sind es Millionen, darunter Fünfjährige, die immer noch gezwungen sind, in einem Konzentrationslager zu arbeiten. Mit 180 bis 250 Euro pro Jahr kann man ein Kind aus dieser Hölle befreien, in ein Zentrum bringen, wo es Essen und Kleidung bekommt, lesen und schreiben und einen Beruf erlernen und ein menschenwürdiges Leben führen kann. Es ist ein sehr kleines Opfer für uns, mit dem wir Menschenleben entscheidend zum Besseren verändern können. Daher haben sich zunächst ein paar Schauspieler bereit erklärt, eine Initiative mit Namen Entwicklungshilfe der Künstler zu gründen. Diese haben sich bald ein paar Theaterdirektoren, Filmemacher und Schriftsteller angeschlossen. Die Teilnehmer spenden nicht einfach, sondern arbeiten für die dritte Welt. Allerdings nicht zum Beispiel wie Karl-Heinz Böhm an Ort und Stelle, sondern in ihrem eigenen Beruf. Natürlich bestimmt jeder selbst, wie lange sie oder er für andere arbeiten will und kann. Eine Woche oder einen Tag pro Jahr. Einer verzichtet auf die Gage für eine Theatertournee, andere auf das Honorar für einen Vortrag, für ein Konzert, für einen oder mehrere Drehtage. Wir stellen keine nur momentan wirksame Almosenverteilung dar, sondern helfen den Notleidenden, auf Dauer auf die Beine zu kommen. Nach dem Prinzip, es ist besser, dem Hungrigen eine Angel zu schenken, als einen Fisch. Sehr zum Unterschied von vielen Hilfsorganisationen können wir den Spendern garantieren, dass das Geld zur Gänze bei den geförderten Projekten, also zu 100% an die richtige Stelle gelangt und dort wirklich Menschen hilft zu überleben und nicht nur dazu dient, das eigene Gewissen zu beruhigen. In einer Welt, in der alle 5 Sekunden ein Kind verhungert. Sorgt, dass ihr die Welt verlassend nicht nur gut wahrt, heißt es bei Brecht, sondern verlasst eine gute Welt. Das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber ein bisschen besser könnte sie schon werden durch die Entwicklungshilfe der Künstler. Es bleibt nicht dabei, von Otto Tausig frei nach Nestroy. Sagt einer inmitten eines tobenden Kriegs, ich will überleben, sonst wünsche ich mir nichts. Nach Reichtum und Luxus werd nie mehr ich streben, ich will nur noch eins, überleben, ja leben. Ganz brav und bescheiden, nur ruhig und frei, das ist alles, nur leider, es bleibt nicht dabei. Nach dem Krieg heißt's, was braucht denn der Mensch schon zum Glück? Ein bisserl was zu essen, ein Brot, ein ganz Stück. Und wenn's geht, etwas drauf, ja, das wär mir schon recht. Ein Butter, na ja, und ein Kas wär nicht schlecht. Ein Salami, ein Gurkel, ein hartgekochtes Ei, mehr braucht man ja nicht. Nur, es bleibt nicht dabei. Bald heißt es, der Mensch lebt vom Brot nicht allein. Ein bisserl Esskultur sollte schon sein. Ein Spargelcremesuppe, ein Krabbensalat, ein Zartgordon Bleu und ein Mousse Schokolade. Na bitte, das ist doch keine Schlemmerei. Essen muss man. Na freilich, nur es bleibt nicht dabei. Zwar leben wir nicht mehr in Höhlen, was schade ist, zwar war es primitiv, dafür aber gratis. Jetzt heißt's, schöner wohnen, bequem, elegant, man braucht Möbel, Geschirr, Teppich und ein Böd an der Wand.
Und ein Zweithaus für den Sommer, wenn's geht, nebenbei. Man gönnt sich ja sonst nichts. Nur es bleibt nicht dabei. Nein, das ist noch nicht lange. Das ist noch lange nicht alles und jedes. Wer geht denn schon gerne lange Wege per Pedes? Da muss einem ein eigener Wagen erfreuen, der heut ein paar Jahre, dann brauchst du halt einen neuen. Gar mancher wird schäbig und kauft es sich neu, denkt, jetzt ist es für ewig, aber es bleibt nicht dabei. Und wer glaubt, jetzt ist's, der irrt sich gar sehr. Heutzutage jedenfalls braucht ein Mensch viel, viel mehr. Telefon, Festnetz, schnurlos und auch mobil, falls die Resitant dringend dich anrufen will. Einen Organizer brauchst du für deine Termine in der Küche, Geschirrspüler, Waschmaschine, Grill, Mikrowelle, Tiefkühlherd und ein Girokonto brauchst du bei der Bank. Und übersteigt das auch alles schon längst dein Budget, du brauchst eine Funkuhr und einen PC. Mit Flachbildschirm und LCD-Farbdisplay, DVD-Brenner, Scanner und DVTP. Mit WLAN und Bluetooth, das ganz up-to-date. Und natürlich brauchst du ein Fernsehgerät. Mit Stereo, Videorekorder und Kabel für 1000 Programme, allesamt miserabel. Ruderleibern tragt halt kein Mensch mehr, oh nein. Ein T-Shirt muss mit einem Krokodil drauf sein. Dann brauchst du eine Hausbar mit Whisky und Gin und natürlich Prosecco, sonst bist du halt nicht in. Und der noble Marquise für den Balkon, für die Reise, 6-Hand-Koffer von Louis Vuitton. Eine Ledersitzpolsterung fürs Cabriolet und ein Tropenholzdeckel für das WC. Das alles brauchst du heute und noch vielerlei. Du kaufst, 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 doch es bleibt nie dabei. Und doch, es gibt auch Menschen, die sind so rückständig, die haben kein Fernsehen, kein Laptop, kein Handy, keine Waschmaschine, kein elektrisches Licht. Wie kann man so leben? Versteht ihr das? Ich nicht. Die haben kaum was zu essen, kein Würstel, kein Ei. Ein bisschen an Reis höchstens. Und da bleibt's schon dabei. Beim Treffen der Staatschefs aus reichen Ländern heißt's, so geht es nicht weiter, da muss sich was ändern. Wir werden gemeinsam den Hunger besiegen, ihr werdet von uns bald das Nötigste kriegen. Auch euch macht der Freihandel glücklich und frei. Wir helfen euch, sagen's, aber es bleibt nicht dabei. Darum sollte man sich nicht auf Versprechen verlassen. Wo Hunger herrscht, ist es ein Verbrechen zu prassen. Wenn euch die Ungleichheit ehrlich entsetzt, müsst ihr selber was tun. Und nicht morgen, nein, jetzt. Psst, hört ihr der hungrigen Kinder Geschrei? Nicht aufstellen. Teilen, dann bleibt's nicht dabei. Ich lese auch ein Gstanzl von Otto Tausig, frei nach Nestor. Ja, die Zeit ändert viel. Ich habe ihn gekannt, die Geschichte ist wahr. Der wollte Schauspieler werden, schon als Kind mit 10 Jahren. Es raufte das spärliche Haar sich der Vater. Der Lauser kennt nichts als Theater, Theater. Spielt den Faust anstatt Fußball, lernt Rollen statt Chemie. Dieser theaterbesessene Geschob, das war ich. Ich hab glaubt, dass mit 16 an der Burg ich schon spiel. Ihr Schnecken, die Zeit ändert viel, ändert viel. In der Schule habe ich Nestor gespielt und inszeniert. Aber bald hat eine andere Regie dann geführt. Der Führer. Er kam und die Leute waren wie narrisch. Schrien, Juda, verrecke! Und ich war nicht arisch. War 16, wollte spielen das Volksstück, das Klassische. Doch das durfte jetzt nur noch der einwandfrei Rassische. Adieu Raimund, Nestor, ich muss ins Exil.
wäre gern Schauspieler geworden, doch die Zeit ändert viel. In England war ich zwar sicher und frei, nur beim Nestor haben sie gesagt, never heard of this guy. Mit die Alten in ein Stück passt in London kein Glück. Statt zu spielen im Old Vic, bin ich heute in die Fabrik, hab fest kackelt und wart, dass der Führer plädiert, aus der Ostmark wiederum Österreich wird. Ihr Gruß, eines Tages erreiche ich mein Ziel. Spiel Nestor in Wien, denn die Zeit ändert viel. Und wirklich, ich dürfte die Heimkehr erleben, da hat's keinen einzigen Nazi mehr gegeben. Ich hab zwar ein Dach über dem Kopf und kein Geld, egal, ich war zu Haus, wir verändern die Welt. Nestor spielen, wie sich's gehört, denn es ist sein Stück, ja nicht nur ein Jux, nein, Kritik, Politik. Ein Theater fürs Volk, ja das war jetzt mein Ziel, ganz nah an der Zeit, denn die Zeit ändert viel. Beim Scala Theater hat's manchen verdrossen, das Genossen, die Nestor schon Possen genossen. Und auch noch die furchtbaren Stücke von Brecht, das war rechten und auch recht linken nicht recht. So handkalten Krieger ganz ungeniert, mein schönes Theater glatt liquidiert. Aus dem Geschehen war's, der Vorhang zum letzten Mal fiel, meine Hoffnung dahin, oh, die Zeit ändert viel. Liquidiert war das Scala, das Haus demoliert, mir haben's nicht engagiert, ich war zu engagiert. Ich hab nicht existiert für die Wiener Theater, ausradiert, ein rotes Tuch, a persona non grata. Statt zu denken an Karriere und Bagage, brachte der Zustand der Welt mich in Rage. Ich wollte verändern, was mir nicht gefiel. Ich tät, statt zu sagen, hey, die Zeit ändert viel. Jetzt hieß es, man könnte vielleicht mir verzeihen. Würde ich ehrlich bereuen und aufs Haupt Asche mir streuen. Würde ich lauthals verkünden, dass mir diese linken Staatsfeinde ja eh schon die längste Zeit stinken. Und dass es ein Fehler war, ein ganz fataler, mich einzulassen mit dieser Scala. Es tät mir sehr leid, wär zu allem bereit, auch bei mir hätte vieles geändert die Zeit. Jetzt saß ich, wie das bei uns so die Art ist, hofierende Partys bei den Wiener McCarthys, in den Griechen, wie sich das gehört, und wie sie ist, kurz mich anständig aufführen und standesgemäß, dass ich sonst nie in Wien spielen würde, war mir bewusst. Ich weiß nicht warum, dazu hatte ich keine Lust. So ging ich halt noch einmal ins Exil. Mich fragend, ja, ändert die Zeit wirklich so viel? Doch sie tut es. Oh ja, die Zeit ändert viel. Denn kaum waren 14 Jahre vergangen, dürfte ich ja wieder von neuem anfangen. In der Burg hat mit Nestor ich stolz debütiert. Man verzieh mir sogar, dass man mich boykottiert. Dass ich aufmüpfig war, hat man mir auch verziehen. Sogar diesen Nestor-Ring haben sie mir verliehen. Und war es geworden, was unmöglich schien. Ich bin nicht mehr verpönt, bin versöhnt jetzt mit Wien. Der Nestor schaut oben und schüttelt sein Blutzer. Sagt, lang ist es her, da warst du Revoluzer. Jetzt wirst geehrt, weißt ungefährlich brav und senil. Sag schön danke, ich danke. Ja, die Zeit ändert viel. Persönliche Worte zu Otto Tausig erzählen, wie, warum, weshalb. Otto Tausig kannte ich persönlich, als ich noch aus meiner Zeit als Abteilungsleiter im ORF, wo wir einander relativ häufig begegneten. Später traf ich viele Jahre das Ehepaar Tausig im Wertheimsteinpark und wir unterhielten uns freundlich über unsere Hunderten. Aber das war dann schon alles. Doch eines schönen Tags nahm ich allen Mut zusammen und sprach Herrn Tausig an. Erzählte ihm, dass wir schon einige Anthologien gemacht haben, Spenden aufgetrieben haben und er zeigte sich interessiert. Na, wunderbar, dachte ich. Wenige Tage später habe ich Unterlagen vom Entwicklungshilfe der Künstler und des Entwicklungshilfeclubs bekommen. Ebenfalls in der Post, auch persönliche Worte, Otto Tausigs. Jetzt ging ich daran, die Idee meinen Kollegen und Kolleginnen zu verkaufen. Vorsichtig pirschte ich mich via E-Mail an sie heran.
Sehr schnell fand sich eine wunderbare Gruppe an Autoren und Autorinnen aus verschiedenen Lyrikergruppen zusammen und wir schrieben und schrieben und schrieben, ganz wie die Dörzelbannis, bis die Lektoren zuschlugen. Das Ergebnis hernach ließ sich sehen und Otto Tausig war sehr erfreut darüber und fing gleich an, bei seinen Schnorraktionen das Buch zu verkaufen. Dazu ein Gedicht von mir aus unserem Buch. Kindliche Tagträume. Sackleinen beschirmt meine Augen, trocknet staubigen Schweiß. Ich träume tags, weine des Nachts, wenn ich allein bin. Die Armut der Eltern verkettet in Lebensumstände ohne Geld. Der neue Morgen befreit wieder nicht, entlässt mich zu harter Pein. Und dennoch lächle ich, die Tagträume trennen mich von der Wahrheit. Danke. Wie angedroht jetzt meine Geschichte, wie ich auf Otto Tausig kam. Ich wurde auf ihn aufmerksam, als ich im Radio von seiner Licht ins Dunkel Aktion mit dem Musiksender FM4 hörte. Es wurden damals Spenden für das Laura Gartner Haus gesammelt, das erst in Reparationszahlungen an seine Familie errichten ließ und das unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen, wie er es einmal war, im Ausland ein Dach über dem Kopf bietet und ihnen helfen soll, in der neuen Heimat sich ein wenig zu orientieren. Mich faszinierte vor allem, dass dieser honorige ältere Herr sich einer so lockeren und allgemein verständlichen Sprache befleißigte. Ich denke aber heute, das war einfach Otto Tausig, wie er lebte und lebte. Unprätentiös im Dienst der Sache unterwegs. Flexibel im Drumherum, aber ich denke unbeugsam und zielstrebig in der Idee. Er hatte es selbst erlebt und war von seiner Idee überzeugt. Dass Integration weit mehr als nur funktionieren kann, beweist eine wahre Geschichte, die ich heute am Ende dieses Abends erzählen möchte. Zunächst kommt aber einer meiner Texte aus dem gemeinsamen Buch zu Burma aus dem Jahr 2007, als ich damals auf Reisen war in Südostasien. Und als es in Burma noch kein ziviles Staatsoberhaupt gab und Menschen wie eine Aung San Suu Kyi in Haft saßen oder unter Hausarrest. Burma. Im roten Abendlicht von Bagans Pagoden erscheinst du als Silhouette von mir. Keine 10, so zerbrechlich. Mit einem tönernen Gefäß auf deinem erhobenen Haupt. Du querst die verrottete Bambusbrücke, gehst scheinbar so zielstrebig deinen Weg. Unsere Blicke kreuzen sich. Ich bin getroffen. Von deinen dunklen Augen, dem Ausdruck darin, der so schön, so alt, so tief ist. Geh weiter unbeirrt deinen Weg. Mein Wunsch soll dich begleiten. In eine Zukunft, die deiner zerbrechlichen Entschiedenheit, Anerkennung, Respekt zollt. Mein Wunsch, dass eines Tages deine Lippen nicht mehr zu entschlossenem Schweigen verdammt sein werden, vielmehr imstande sind, Gedanken in Worte fassen zu dürfen, ungestraft, über Grenzen hinaus und damit wettbewege. Ja, Otto Tausig. Ein wunderbarer Theatermann. Ein Mann von zierlicher Gestalt mit einem bezaubernden Lächeln. Ein großer Mensch. Einer, der das Leben ganz schrecklich erleben musste und trotzdem oder vielleicht gerade deshalb niemals die Liebe zu anderen Leidtragenden verloren hat. Chapeau, Otto Tausig. Chapeau. Das ist einer meiner Texte aus dem Buch. Pfingstrosenträume. Auf dem niedrigen Couchtisch steht ein glatter, weißer Krug. Heuer blühen die Pfingstrosen wirklich zu Pfingsten. Ein seltenes Ereignis in diesem Klima, denn meist ist es Ende Mai noch zu kühl. Der Krug ist dicht gefüllt mit den großen Blütenballen. Einige sind zart rosa, andere tiefrot, zur Mitte hin fast schwarz. Schwer neigen sich die Blumenköpfe über den Rand des Gefäßes. Ein kleiner Junge
von 1,5 Jahren versucht seine ersten selbstständigen Schritte in dieser Wohnung. Er wackelt auf den kurzen, dicken Beinchen in sonnendurchflutete Zimmer, angespornt von den Bravo-Rufen der Erwachsenen. Wie Daunenfedern kleiner Küken kringelt sich spärliches Goldhaar im Nacken des Kindes. Es versteht nicht, worüber die Erwachsenen lachen. Es findet es lustig, wie sie die Lippen öffnen, die Zähne zeigen. Selbst hat der Junge erst 8 kleine weiße Perlen im Mund. Ihm gefallen die kehligen Laute, die aus den großen Menschen hervorkullern. Es sind ähnliche Töne, wie er sie selbst erzeugt. Noch findet er die ganze Welt zum Lachen. Noch kennt er keine bösen Blicke, herben Worte. Man nähert sich ihm mit zärtlich glucksenden Stimmen. Er weiß nichts von Hunger und Durst, denn ehe er etwas davon verspüren könnte, wird ihm schon ein Fläschchen mit warmer, süßer Milch gereicht. Seine blauen Augen schließen sich im Genuss der wohlschmeckenden Flüssigkeit. Seine Haut ist rosig und glatt. In 1-2 Jahren wird der Junge weiße Zeichenblätter mit üppigen, bunten Blumen bemalen, zwischen denen Strichmännchen stehen. Papa, Mama und ich, wird er erklären. Die Streitigkeiten der Eltern finden hinter geschlossenen Türen statt und nur, wenn er schläft. Der Kleine entdeckt die rosarote Blütenpracht. Er brabbelt und streckt die Arme danach aus. Wenn er später den Kindergarten besucht, wird seine Seele die ersten Kratzer abbekommen. Vielleicht wird er sich nach der Zuneigung eines Kindes sehnen, das ihm nicht leiden kann. Er wird es akzeptieren müssen und dann dasselbe einem kleinen Mädchen antun. Das Mädchen wird weinen, weil es die zugefügte Kränkung nicht versteht. Später in der Schule. Er weiß bereits um Kriege und Grausamkeiten durch das Fernsehen und es ist ihm auch nicht verborgen geblieben, dass sich in der Familie ähnliche Kämpfe zutragen, hat seine Seele schon mehrere schwarze Tupfen, klein wie Sommersprossen, aber ebenso dauerhaft abbekommen. Er zögert, wenn ein Fremder ihm einen Bonbon anbietet, man weiß ja nicht, ob man dafür nicht eine Gegenleistung erbringen muss. Gekränkt streckt der Fremde die Süßigkeit selbst in den Mund und geht seiner Wege. Der Junge wird viel lernen während der Schulzeit. Tritte einstecken, Tritte austeilen, vor Lehrern buckeln. Nach einigen Strafarbeiten kann man das. Er wird gefälschte Unterschriften unter schlechte Zensuren setzen, weil er die traurigen Blicke der Eltern, ihre stummen Bitten, hoffentlich wird noch was aus dem Jungen, unerträglich findet. Und wenn ihm unerwiderte Liebe fast das Herz zerreißt, wird er trotzdem cool und lässig nicht einmal hinsehen, wenn die Angebetete vorüberschwebt. Er wird einen Joint zur Beruhigung rauchen. Die Eltern werden dahinter kommen und zitternd hoffen, dass er seinem Körper nichts Schlimmeres antut. Die Pfingstrosen sind voll erblüht. Da fährt ein Windstoß durch das Fenster herein, streift die Blumen. 2 rosarote Blütenblätter lösen sich und fallen auf den Tisch. Erstaunt schaut der Junge sie an, dann hebt er den Kopf zu den Erwachsenen, die auf ihn herablächeln. Dass Bälle sich zerteilen können, ist ihm neu. Zum Leidwesen der Eltern wird der Sohn zu einem radikalen Soziologiestudenten. Er ist aktenkundig bei der Polizei, weil er keine Demonstration gegen Hunger und Krieg auslässt. Vielleicht hätten wir nicht alles fernhalten sollen von ihm, überlegen die Eltern. Dann hätte er sich besser damit anfreunden können, dass der Anteil der Zerstörer dieser Welt hoffnungslos groß ist. Er wird in eine Wohngemeinschaft von Hausbesetzern ziehen, weil er die sorgenvollen Gesichter der Eltern nicht mehr sehen kann. Nach Beendigung des Studiums schließt er sich einer Gruppe von Entwicklungshelfern an und reist nach Afrika. Mit 30 kommt er zurück, die Seele verdunkelt vom Kummer, den hilflosen, nutzlosen Anstrengungen der letzten Jahre. Die Babys sterben wie die Fliegen an den ausgezehrten Brüsten ihrer Mütter. Weiß der Kuckuck, wohin das viele Spendengeld verschwindet? Diese Welt ist dreckig. Sein Lächeln ist bitter. 2 unsichere Schritte trennen den Jungen noch von dem Krug.
Er bewältigt sie ohne fremde Hilfe. Langsam streckt er die Arme aus. Er wird die Rosen abreißen, fürchten die Erwachsenen. Doch er legt die kleinen, runden Hände behutsam um eine der Blüten. Verwundert befühlt er die kühle, seidige Pfingstrosenhaut. Ein süßes Lächeln spielt um den winzigen Mund. Sanft streichelt das Kind den rosigen Bein. Otto Taussigs Aktentasche ist ja legendär, nur leider heute nicht verfügbar, da Erwin Steinhauer sie gerade benutzt. Also werde ich anschließend meinen Strohhut, der auch schon legendär ist, zumindest hier im Bezirk, nehmen und sie um Spenden anschnorren. Übrigens, wer mehr als 10 Euro spendet, bekommt das Buch als Geschenk. Oder, die Elsa war so lieb, hat Prosa, Bände von sich zur Verfügung gestellt. Also wer mit Lyrik nicht unbedingt was anfangen kann oder will, kann ausweichen und sie spendet das dafür Eingenommene ebenfalls. So, und jetzt schreiten wir zur Tat, meine Damen und Herren. Zücken Sie Ihre Portemonnaies. Ich bin zwar nicht der Otto, ich bin der Kurt, aber sammeln einen Wahnsinn. Ich bin nicht der Otto, ich bin nur der Kurt, aber wir sammeln einen Fuß. Danke. 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 Danke vielmals. Wow. Ja, ohne Helm und ohne Gurt. Einfach nur Gurt. Danke dir. Danke. Ja, kannst du das Weihnachtsgeschenk verwenden? Danke. Du hast doch gerade. Bist du wahnsinnig? Danke. Ich hab schon. Ja, da habe ich schon. Das ist ja wahnsinnig. Tausig wird es zu schätzen. Ja, entschuldigung. Danke vielmals, danke vielmals, danke schön. Danke dir. Ja, sehr hübsch. Ich danke ganz herzlich. Wow. Ich bin ein beschädigtes Haus. So. Wer möchte ein Buch oder wer möchte etwas von der Elsa? Kurz zum Ablauf, es ist jetzt so circa eine Viertelstunde Pause, wo jeder einmal kurz durchatmen, sich die Ohren vom Klinik befreien kann und dann geht's weiter. Aber nur mal kurz. Ganz kurz. Ihr habt einen gemeinsamen Haushalt. Die nächsten Bücher kommen gleich. Otto Taussigs haben Erwin Steinhauer, Paul Gulder, Lilli Taussig und die Frau Tabatabai vom Entwicklungshilfeclub den Otto Taussig Fonds Entwicklungshilfe der Künstler gegründet. Das Ziel ist, weiterhin durch Benefizveranstaltungen und Sammelaktionen Ottos Arbeit fortzusetzen und das Geld für Projekte des Entwicklungshilfeclubs zu lukrieren. Genau das ist heute hier geschehen. So, jetzt gehen wir weiter im normalen Text. Nachdem Otto Taussig emigrieren musste, wenden wir uns jetzt dem Thema Exil zu. Exil. Fremd bleibt Land und die Stadt deiner Wahl. Ungewollt wirkt nichts an Erinnerung. Wurzellos tragen die Füße dich durch Gassen. Echo klingt hohl aus grauen Mauern und auch Rennen hilft nicht. Stunden am Bahnhof, vom Heim, Reisen, Träumen. Eine Whiskyflasche im Mantelsack neben der Faust.
raufst dein Haar tief in die nassen Augen. Jemand wirft eine Münze, während du versinkst im Boden. Bleibst fremd. Heimat, komm. Lass mich Freund sein. Ein Stück Wurzel in deiner Fremdheit, die nur langsam näher wird. Hart rollt deine Zunge mutterlose Sprache. Fühlst Betrug in jeglichem Wort, wenn es wohlgeformt die Lippen überquert. Verlierst Ursprung, Angst zu vergessen, wer du bist. Ich nehme deine Hand weg vom Bahnhof. Erinnerungen. Kaltes, graues Licht hält die Stadt gefangen, liegt schwer auf den Häusern und Menschen. Bedeutungsvoll, denn sie trägt an der Last ihrer Vergangenheit, der kollektiven Geschichte. Wenn der Sturm durch die Straßen fegt, wirbelt Staub und Unrat auf, erschüttert die Fundamente, auf denen die Stadt wieder aufgebaut wurde. Bela Gutmann steht am Fenster, blickt in das bleierne Licht der Straßen, versucht den Albtraum der Nacht abzuwerfen, sieht den Nebeln seines Traums nach, die wie Schleier schmerzend langsam über die Straßen ziehen, durch diesen Ort der Todesschatten, den er dennoch so sehr liebt. Punkt 10 betritt Gutmann das kleine, schäbige Café mit dem verhuschten Ober. Pünktlich, wie jeden Tag, geht er zum Tisch 2 an der linken Seite. Nimmt das Medaillon aus der Tasche, legt es auf den Tisch, greift zur Tageszeitung und erwartet den Ober. Besagter tritt diensteifrig, devot, fast schmierig zu Gutmann und sagt: Guten Morgen, Herr Baron, haben gut geruht, was darf's denn heute sein, ein Melancherl oder ein Einspänner? Fritz, erwidert Gutmann nachsichtig lächelnd. Sie wissen, ich bin kein Baron und außerdem nehme ich immer ein Melange und einen Stückel Google. Sehr wohl, wie Herr Dr. Wünschen, ist schon recht, Herr Baron, kommt ist der Type Antwort des Obers. Gutmann wendet sich liebevoll dem Medaillon zu. Ruti, hast den gehört, den wir schon genannt Fritz, als ob ich getrunken habe jemals einen Einspänner. Er sah durch die Nebelbank und die Intuition traf ihn unerwartet, heftig, direkt. Wie eine Spiegelung im See. Plötzlich waren die Schatten da, lange, viel zu lange, tief schwarze Schatten. Die polare Kälte ließ ihn frösteln. Er verschluckte einen Schrei, der mit wahnsinniger Wucht aus seinem Mund drängte, betrat das große weiße Haus, das leer war. Keine Menschen. Keine Einrichtungen, nur weiße Wände, kalt, steril, frostig, wie ein Operationssaal. Ein Nebelschiff in einer gläsernen, gesteuerten, kontrollierten Welt von Technokraten. Er spürte in seinem immer wiederkehrenden Traum, wie die Angst unter seiner Haut entlang kroch, dem Hirn entgegen, um eruptiv das Herz zu malträtieren, es abzuschnüren. Pünktlich um 22:30 kommt sein Freund Rosenstock, federnden Schrittes ins Café. Sie treffen sich täglich um diese Zeit zum Schachspiel. Der Oberfritz tritt an den Tisch heran, brummelt: Herr Rosenstock, haben gewählt. Rosenstock und Bela spielen seit Kindertagen miteinander Schach.
Sein Vater war einmal ein nationaler Schachmeister. Und Gutmann denkt, mein Gott, was für ein Irrwitz der Ereignisse, nationaler Meister, grotesk. Genauso seltsam wie er selbst. Gutmann war früher Jazzmusiker gewesen. Welch Ironie, ein Jude, der Negermusik spielte. In einer Zeit, in der das Eis lichterloh brannte und die Welt unter ihren Füßen zerbrach. Er fror in seinem Traum, versuchte sich aus den finsteren Schatten unbewusster Tiefen zu befreien. Es begann zu regnen. Gutmann trat in den Regen hinaus und ließ lange das Wasser über sein Gesicht rinnen, geradezu als ob er duschte, um sich die entsetzlichen Erinnerungen der Schmach, den Schmutz der Vergangenheit abzuwaschen. Er schob den Koffer, er hatte ihn beim Betreten des Hauses abgestellt, mit dem linken Fuß ein Stückchen vor, fast unmerklich. Es bedurfte einer enormen Kraftanstrengung, das Gepäckstück zu bewegen. Der Inhalt mit dem Schuhkarton, der damals den gesamten Besitz verkörperte, ein Stück Familie, Liebe, das Leben, Zuhause, Preziosen der Liebe in einem Schuhkarton. Gutmann wirft einen Blick auf das Medaillon. Schau, Ruti, der Rosenstock ist da für eine Partie Schach, siehst du? Rosenstock, für den der seltsame Dialog nichts Neues ist, wendet sich an seinen Freund. Wie geht es ihr? Seid ihr gestern noch gegangen, der Eizele durch die Stadt? Habt ihr getroffen, Bekannte? Rosenstock weiß, dass Gutmann wie ein alter Wolf durch sein Revier streift, um es zu markieren, um an jeder Ecke festzustellen, das ist seine über alles geliebte Stadt. Jo, wir sind noch gegangen, durch die kleinen Gassen, bis hinüber in den dritten Bezirk. Du weißt schon, wo gehabt hat der lange Levi die Schneiderei, sinniert der Angesprochene verträumt, um bestimmt festzustellen, ist es nicht wunderschön hier bei uns daheim? Jo, es ist sich wunderschön in unserer Stadt, es ist sich wirklich schön, antwortet Rosenstock und meint, frage ich dich, wieso sagen die meisten von uns, dass es bloß schön sei in Palästina? Ach, was wissen die? Wer kann sagen? Wer kann schon sagen? Philosophierte Peter Gutmann. Ihm kommt wieder in Erinnerung, dass er, als er damals am Ende seiner Kräfte war, eine Wanderung durch seine eigene Seele machte, an deren Ende helles Licht war. Dieses Licht, das ihn wieder zum Leben führte, strahlt jetzt gerade wieder in seiner Seele. Er liebt diese Stadt, diese verfluchte, grausame, mörderische und dennoch für ihn wunderschöne Stadt. Hier kam er zur Welt, ging in die Schule, studierte, lernte Ruth kennen, heiratete sie, war glücklich. Bis die Hölle aufbrach und alles verschlang, was gut und schön war, was er liebte, verehrte, bewunderte. Als das Echo ihrer Kultur verklang. Rosenkranz spricht ganz leise zu Bela. Du bist am Zug, wir spielen, alter Freund. Lass sein, die Gedanken. Gutmann überlegte lange sehr genau seinen nächsten Zug, zieht vor und spricht zu seinem Schachpartner. Das Leben ist wie ein Getreidekorn. Aussaat, Wachstum, Ernte und in der Mühle zum Mehl vermahlen, das wiederum mit Wasser zu Teig und mit Feuer zu Brot wird. Gegessen, zermahlen, eingespeichert und in unserem Körper verbrannt. Unendlicher Kreislauf. Glaubst du, Ruti ist jetzt hier bei uns? Natürlich ist sie da, deine Ruth. Sie betrachtet dein Spiel. Am Momentale sehr kritisch.
Am Nebentisch diskutieren junge Studenten laut, alles besserwissend. Sie ereifern sich über die Politik, trinken Kaffee, reden naiv und unerfahren über ihre Ideale. Ein bisschen demokratisch links über die Situation im Land. Plötzlich steht einer der jungen Studenten am Spieltisch der beiden alten Herren und spricht diese höflich an. Entschuldigen Sie bitte, wir haben zufällig mitgehört und fragen uns, Sie sind doch Verfolgte, Überlebende des Faschismus. Wie können Sie dieses Land, diese Stadt so lieben? Rosenstock hält Gutmanns Hand fest in der seinen, signalisiert, ich bin da, mein Freund, rede nur. Und Gutmann lächelt, spricht mit fester Stimme. Schmock, was verstehst du schon vom Leben, von der großen, wahren Liebe? Ihr seid zu jung, um zu begreifen. Was wisst ihr schon von daheim, von Heimat? Generationen der Besserwisser, die ihre heldenhafte Befehlsverweigerung vor dem Spiegel einstudiert haben und sich ein Urteil anmaßen. Ihr seid so selbstgerecht in eurem Zorn, so unerbittlich in der Verurteilung eurer Vorväter. Jüngerle, spricht Rosenstock leise zu dem Studenten, du kannst nicht wissen von Sehnsucht nach Zuhause. Sei nicht so unverzeihlich, so rabiat. Beginne zu lieben. Was geschehen ist, ist geschehen. Nie kann man gut machen. Aber dass heute die jungen Leute jetzt, die nichts zu tun gehabt mit dem, was geschehen ist, sie ist immer sympathisch. Und die Leute und die Stadt, frage ich dich, was kann die Stadt dafür? Es war immer mein Zuhause, hier ist es wunderschön. Schau, da drüben auf dem Platzl die Tauben, kannst du sie sehen? Überall gibt es auch Braune darunter. Die Worte waren gesagt, sobald sie gesprochen, konnte man nichts mehr tun. Nichts mehr nachbessern, zurücknehmen oder verstummen lassen. Die einsetzende Stille war ohrenbetäubend. Ja, so ist es dem Otto Tausig offenbar auch gegangen, nachdem er zweimal aus dem Exil zurückkehrte. Ich habe es schon versprochen, ich erzähle eine wahre Geschichte. Eine, wie ich finde, recht persönliche. Riace, das Phänomen. An einem kalabrischen Strand an der Mittelmeerküste standen 200 Flüchtlinge. Sie waren am Ende ihrer Kräfte, ohne Essen, selbst das Trinkwasser ging dem Ende zu. Ein Chemielehrer eilte mit vielen anderen an den Strand. Er erinnert sich, es sah aus, als wäre ein ganzes Dorf unterwegs, um ein neues Dorf zu suchen. Frauen, Männer, Kinder, Kurden aus dem Irak, Iran und der Türkei. Da waren also Leute ohne Häuser an einem Ort gelandet, wo es jede Menge Häuser, aber keine Leute gab. Die Hälfte der Bewohner waren in den vergangenen 50 Jahren ausgewandert. Keine Jobs in der Region. Pizzeria, Bar und Schule hatten zugesperrt. Der Ort entwickelte sich zur Geisterstadt. Die 200 Menschen haben alles verändert. Domenico Lucarno, der Chemielehrer, sagt, wir sahen es so, dass so ein Dorf Gemeingut ist. Wie der Himmel und die Erde, das gehört niemandem wirklich, sondern einfach denen, die da sind. So haben die Riacesi gemeinsam mit den Flüchtlingen die leerstehenden Häuser hergerichtet. Und der Chemielehrer wurde zum Bürgermeister gewählt. Denn seine Initiative Città Futura kümmerte sich erfolgreich um Ankunft, Unterbringung und Bildungsprogramme sowie Jobs für die Flüchtlinge. Jeder Neuankömmling arbeitet seither mit einem aus dem Dorf zusammen. Nun mögen sich einige fragen, wie lange so ein Projekt gut gehen kann, bis es zu unüberbrückbaren kulturellen Zerwürfnissen kommt oder schlimmeren. Aber das Leben ist immer wieder für Überraschungen gut, denn es geht inzwischen seit 14 Jahren gut. Das Boot, von dem die Rede ist, strandete 1998 vor Riace. Schule und Pizzeria haben längst wieder aufgesperrt. Zusätzlich zahlreiche Handwerksbetriebe.
und einige der immer noch leerstehenden Häuser wurden schließlich renoviert und in Gästehäuser für Touristen umfunktioniert. Denn die Città Futura, die Stadt der Zukunft, zieht neben Flüchtlingen inzwischen auch zahlreiche Touristen an. Wer übrigens in der Riacesa Dorf Währung bezahlt, der anscheinend die Konterfeis von Martin Luther King oder Mahatma Gandhi ziehen, bekommt 10% Rabatt. Und für mich ist Riace einfach ein wunderbares Beispiel dafür, dass noch so weit verbreitete Überzeugungen nur insoweit stimmen, als man keine anderen Gedanken zulässt. Riace hat uns gezeigt, dass man mit Innovationsgeist und Mut zum ganz Ungewöhnlichen kleine Wunder vollbringen kann. Jedes Lächeln, jede nette Geste, jedes Wort an einen Menschen, der vielleicht auf der Suche nach einem neuen Dorf ist, macht die Welt zu einem besseren Ort, in der es keine Ausländer und Fremden mehr gibt, nur noch Neuankömmlinge und gute Ideen. Denn sobald wir unser Grätzl verlassen, wie man so schön auf Jiddisch wienerisch sagt, werden auch wir zu Fremden. Das sollten wir nie vergessen. Und Otto Tausig war sich dieser Tatsache Zeit seines Lebens bewusst. Ja, damit sind wir eigentlich zum Ende gekommen. Ich möchte Ihnen allen herzlich für Zeit und Gehör danken und möchte auch noch darauf hinweisen, dass man unser Buch auf Amazon bestellen, aber auch herzlich gerne bewerten kann. Und wir würden uns freuen, wenn Worte für Kinder heuer unter zahlreichen Christbäumen liegt und somit mehrfach Freude spendet. Sowohl den einen, die dadurch ein bisschen was zu essen und eine bessere Chance für die Zukunft haben, und den Beschenkten, die ein bisschen Lesestoff für die Feiertage haben. Vielen Dank. Danke. Danke. So.